Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drinnen ist. Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das Sagen hätte. Ihr geht vor. Ich folge euch. Soweit verstanden. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Kalia ist tödlich wie eine Klinge. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Sie war eine dickköpfige Dunmeer. Es musste immer alles nach ihrem Kopf gehen. Aber sie war auch die Beste. Sie hat in einem Monat mehr Geld verdient, als manche Diebe in einem Jahr schaffen. Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen. Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Wenn ihr mich fragt, hat sie ihn weichgeklopft, um ihn später leichter erledigen zu können. Gallus nannte sie seine kleine Nachtigall. Er war absolut in sie vernarrt. Gier, Eifersucht, Verachtung. Wer weiß schon, was sie zu einem solch schändlichen Verbrechen getrieben hat. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden, bevor sie ihren letzten Atemzug nimmt. Dann mal los. Ich will ihren Kopf auf meinen Kaminsims. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Das sollte reichen. Nach euch. Was? Was ist denn? Ah, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Ihr seid keine Gefahr. Nur eine Nase.
zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia an Fallen scharf gemacht. Armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine Beleidigung. Das war doch wohl Zeitverschwendung. Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Könnt euch vor mir nicht verstecken. Was? Thank you.
von euren. Ich habe sie wohl Knochenglocken. Schlau. Die sollen sicher die Draugr aufwecken. Stolpert da bloß nicht rein. Armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine Beleidigung. Mehr habt ihr nicht braucht. Geht mir aus dem Weg. Sollte nicht lange dauern. Kalia war schon immer ein geschicktes kleines Luder. Es muss ein Kinderspiel für sie gewesen sein, an diesen Draugr vorbeizuschleichen. Ja, was ist denn jetzt wieder? Da ist doch was in der Nähe. Ich werde auf eure Leiche spucken.
Euer Leben gehört mir! Euer letztes Stückchen hat erschlagen! Das war doch wohl Zeitverschwendung! Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Euer Tod wird mein Triumph sein. Euer Ende ist nahe. Ich habe Hunderte von euresgleichen getötet. Die Tür da vorn. Perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Oh.
der berüchtigten Rätseltüren der Nord. Ned. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Wir sollten weitergehen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia, es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus' Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt, ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie.
Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Entier. Gallus' Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Leider nicht. Ich muss noch Vorbereitungen treffen und Gallus' Überreste bestatten. Ich verspreche euch, dort aufzusuchen, sobald ich kann. Mercer hat die Gilde belogen, mich als Mörderin gebrandmarkt und meinen Namen bei all seinen Kontakten in den Schmutz gezogen. 25 Jahre lang war ich auf der Flucht, habe niemals zweimal am gleichen Ort geschlafen und sorgfältig meine Spuren verwischt. Mercer soll nicht sterben. Er soll die kalte Hand des Schicksals zu spüren bekommen, wenn sein Leben vor seinen Augen in Trümmer fällt und er von der Gilde gejagt wird. Ich verspreche euch, wenn es soweit kommt und ich mit dem Rücken zur Wand stehe, werde ich keinen Moment zögern. Denkt dran, sprecht nur mit Entier, vertraut niemand anderem.